Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, ich zeige euch heute meine Neuzugänge aus dem April 2019 und es ist wirklich der Wahnsinn, wie schnell so ein Monat wieder rum ist. Es ist ja jetzt theoretisch auch schon das erste Drittel im Jahr vorbei und es fällt einem, finde ich, immer besonders bei den Neuzugänge-Videos irgendwie auf, weil man dann natürlich so rückblickend den Monat betrachtet und dann so denkt, oh, das ist jetzt schon der vierte Monat von 12. Wirklich verrückt, besonders der April ist bei mir relativ schnell gefühlt vergangen, einfach weil ich ja auch ein bisschen was um die 2 Wochen krank war, dann war Ostern, dann war ich die letzten Tage in Hamburg und hatte auch Urlaub und ja, das war irgendwie so eine schöne Kombination, sodass man die Zeit irgendwie auch trotz Krankheit natürlich anders nutzt und verbringt, als wenn man ja den ganzen Tag eben irgendwie arbeitet, also obwohl ich das ja auch gerne tue, aber man merkt einfach, dass das ein Unterschied ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es sind 14 Bücher bei mir eingezogen. Es sind tatsächlich nur 3 echte Bücher eingezogen. Es sind 9 E-Books geworden und 2 Hörbücher. Und im Vergleich zu dem, was ich gelesen habe, habe ich tatsächlich im April 2 Bücher mehr gelesen, als ich mir zugelegt habe. Ich war, was die echten Bücher angeht, sehr brav. Ich war irgendwie nicht groß auf Rebuy unterwegs, erst gegen Ende so ein bisschen bei Medimops. Und habe tatsächlich so Wert darauf gelegt, Bücher, wo man einfach nicht weiß, ob sie gut sind oder nicht, mir im Grunde als E-Book zu besorgen. Zudem habe ich ein cooles Buch-Gadget entdeckt, was ich auch einfach mit euch teilen möchte, das aber erst am Ende des Videos. Wir starten einfach mit dem ersten Buch, was tatsächlich ja im Grunde eine Rarität ist, nämlich ein echtes in die Hand zu nehmendes Buch im April. Es ist das neue Buch der lieben Adriana Popescu, Morgen irgendwo am Meer. Ich muss bei der Autorin überhaupt nicht mehr nachdenken oder den Klappentext mir durchlesen. Das wird wirklich blind gekauft. Es hat ein wunderschönes Cover, es hatte mehr im Titel. Mehr habe ich gefühlt überhaupt nicht wortwörtlich sozusagen gebraucht. Ich liebe den Schreibstil von Adriana Popescu, dabei ist es mir wirklich egal, ob es im CBJ oder CBT Verlag erscheint, was ja eher ein Jugendbuch ist, oder ob es ihren erwachseneren Romane sind, die dann bei Piper erscheinen. Ich habe mich mega über das Rezensionsexemplar gefreut, habe es im April auch direkt weggesuchtet und gelesen und es war für mich einfach der Kaufgrund, dass da Adriana Popescu draufsteht und mehr im Titel ist. Mehr muss es echt nicht haben. Dann kann man mich auf jeden Fall haben und ich kann so viel sagen, dass es mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox und natürlich auch auf meinem Kanal dann die jeweiligen Bücherwochen. Guckt euch da einfach in den letzten 3, 4 Bücherwochen um, dann findet ihr auch die Rezension zu diesem Buch. Es ist als Hörbuch dann der neue Joel Dicker bei mir eingezogen, Das Verschwinden der Stephanie Mailer. Ich habe im letzten Jahr Das Geheimnis des Harry Quibert gelesen und war sehr angetan vom Schreibstil. Nicht so ganz von der Story, wie die Joel Dicker aufgelöst hat, aber einfach wie er Geschichten erzählt. Und das war für mich einfach Anreiz, ihm auch noch eine weitere Chance zu geben. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich sein eigentliches Debütwerk oder den zweiten Roman, der bei uns sozusagen erschienen ist, Die Geschichte der Baltimores, ob ich die lese oder höre. Habe mich aber dann dazu entschlossen, einfach sein neuestes Werk zu hören. Und das habe ich ebenfalls im April schon getan. Und ich fand es mega spannend, dass es nicht nur um das eigentliche Verschwinden der Stephanie Mailer geht, sondern dass sie einfach, oder dieses Verschwinden, das Auslösen eines anderen Lösungsfalls oder eines, wie wir einen anderen Fall aus einer anderen Zeit lösen können, im Grunde hervorruft. Und das fand ich einfach mega spannend, super interessant. Und für mich kann Joel Dicker wirklich unglaublich gut schreiben. Er hat wirklich eine sehr bildhafte Sprache. Man muss aber leider sagen, dass er auch hier einfach zu viel für meinen Geschmack wollte. Ähnlich wie es bei Harry Quibert war. Irgendwie ist es für mich manchmal nicht ganz rund. Ich fand es aber dennoch ein sehr, sehr gelungenes Hörbuch. Dann ist bei mir eingezogen das neue Buch von David Mitchie, Buddhismus für Mensch und Tier. Der Autor wird euch vielleicht ein bisschen bekannt sein, wenn ihr schon länger auf meinem Kanal seid, denn von dem Autor sind die 3 Bücher der Reihe Die Katze des Dalai Lama, wo wir ja wirklich eine Katze begleiten, die eben beim Dalai Lama lebt und uns eben ja diese ganzen buddhistischen Weisheiten so ein bisschen näher bringt, das aus ihrer Sicht auch wirklich erzählt. Und das waren ja wirklich 3 ganz, ganz tolle Bücher, die definitiv noch als echte Bücher
Bücher mal bei mir einziehen müssen. Und ich habe mich mega gefreut, dass es etwas Neues vom Autor gibt. Hier handelt es sich aber eher um ein Sachbuch. Und es geht natürlich, wie der Titel schon sagt, um Buddhismus, wie man das im Alltag anwenden kann, wie man das aber durchaus eben auch auf seine Tiere anwenden kann. Und damit meint er jetzt bestimmt nicht, dass man irgendwelche Yoga-Übungen mit seinen Tieren macht, aber diese Tiefenentspannung, die man ja oft im Buddhismus hat, wie sich die vielleicht auch aufs Tier übertragen lässt. Freue ich mich jetzt im Mai darauf, es zu lesen. Ich habe es im April leider nicht mehr geschafft, weil wie ich auch krank war, ich dann doch eher zu echten Büchern oder Hörbüchern gegriffen habe, als zu einem E-Book, was ich ja eher unterwegs lese. Aber ja, das hat auf das bin ich sehr gespannt und bin sehr happy, dass es schon bei mir eingezogen ist. Das nächste Buch ist Quicksand von Mellon Person Giolito. Ein Buch, auf das ich aufmerksam wurde durch die Netflix-Serie, was bei mir auch als Rezensionsexemplar angekommen ist, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und mich hatte die Netflix-Serienidee einfach sehr gut, sehr angesprochen und sehr gut gefallen. Denn es geht hier eben um ein Mädchen, das ja bei einem Amoklauf in einer Schule dabei ist und vermeintlich sogar die Mittäterin ist. Und wir erfahren hier eben die Geschichte aus ihrer Sicht, aus ihrem Blickwinkel, wie es dazu gekommen ist, ihr ganzes Leben so ein bisschen vorher, auch die verschiedenen schicksalshaften Begegnungen, die es eben gibt. Und das erfahren wir aus ihrem Blickwinkel und das fand ich wirklich mega, mega spannend. Leider ist für mich die Serie dann so ein bisschen durchgefallen, weil sie von zwei sehr wichtigen Menschen in diesem Buch die Motivation dahinter geändert haben. Und das hat für mich dann so ein bisschen, ja, die Geschichte kaputt gemacht. Also das war für mich, wo ich so dachte, Mensch, gerade das war doch das Spannende am Buch. Ein Buch, das ich, glaube ich, auch an einem Wochenende weggesuchtet habe, was ich wirklich empfehlen konnte, was mir einfach von der Thematik auch sehr gut gefallen hat, was ich mega spannend fand und sehr froh war, dass ich es gelesen habe. Als nächstes ist das neue Buch von Annalena Karnau bei mir eingezogen, Fortune, Cookie Love. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch keine Ahnung, um was es in dem Buch geht. Ich habe mir das Buch, ich glaube, für 99 Cent bei Amazon geholt, einfach weil ich sowohl die Zombie-Reihe, da habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Bände gelesen von Annalena Karnau, als auch noch 2 andere Bücher von ihr, die in eine ähnliche Richtung dann einfach gehen, also nicht mehr Zombie, sondern eher, ja, Gefühls-Jugendbücher mit so ein bisschen, ja, schwererer Handlung. Und ich fand hier einfach das Cover sehr cool, den Namen, die Idee mit, diesen Glücks Keksen und das hat für mich auch einfach schon gereicht, mir das Buch zu holen. Und auch Annalena ist einfach so eine mega sympathische Autorin, mit der ich ja auch schon mal ein Hangout hatte und die ich jetzt auch schon immer mal wieder sporadisch im Grunde so in Kontakt stehe. Und ich freue mich jetzt einfach auf ihr Buch und das wird auf jeden Fall im Mai oder Juni gelesen, weil es passt jetzt auch perfekt in den Frühling. Als ich so ein bisschen dann bei E-Books unterwegs war, bin ich auf ein weiteres Schnäppchen gestoßen und zwar In Liebe Chanel von Anna Kupka. Das ist wohl der erste Band einer Reihe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt aktuell 3 Bände oder der dritte erscheint jetzt. Habe ich auch für 99 Cent auf Amazon ergattert. Und hier hat mich einfach angesprochen, dass es irgendwas mit Coco Chanel zu tun hat, dass es vermeintlich dann in Frankreich, Paris spielt und ich habe tatsächlich nicht weiter geguckt. Auch ich bin manchmal ein Opfer von Buchcovern und Titeln und wenn mich irgendwie was anspricht und bei 99 Cent, einem Euro kann man einfach nicht viel falsch machen. Ich kenne die Autorin noch nicht, bin aber einfach mega gespannt, was diese Geschichte zu bieten hat und fand dann eben auch schön, dass es eben schon noch mindestens ein, wenn nicht gar 2 weitere Bücher von ihr gibt. Sollte mir die Reihenauftakt gefallen, dass man dann eben auch einfach so ein bisschen weiterlesen kann. Das finde ich einfach cool, das würde mich einfach freuen und deswegen durfte das Buch auch bei mir einziehen. Von Ellen Carstar ist der 3. Teil der Hansensaga bei mir eingezogen, Das bedrohte Glück, ebenfalls als E-Book. Auch hier habe ich die beiden vorangegangenen Bände als E-Book gelesen und wir hatten ja hier wirklich einen sehr grandiosen Auftakt. Mir hat der erste Band sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja hier eine Familie, die eigentlich in Hamburg wohnt. Ich glaube irgendwie Anfang 1900 irgendwas, wenn nicht sogar Ende 1890. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wir sind auch noch in der Kolonialzeit, also wo Deutschland in Afrika eben auch Kolonien hatte. Und wir begleiten diese 3 Brüder, die zum einen
einen schon Familie haben, zum anderen Single sind. Ja, so ein bisschen nach einer Krise in der Familie, als es so mit dem Kaffee nicht ganz mehr so klappte. Ja, und die dann ins Kakaogewerbe einsteigen. Wir haben eben einen Vater, der, also einen Bruder, der Vater ist in seiner Familie, der nach Afrika geht. Der andere Bruder geht nach Wien, um da auch so ein Kakao-Kaffeehaus im Grunde, ja, so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und der andere Bruder bleibt in Hamburg und verwaltet alles ein bisschen. Es geht natürlich hier so um die Zeit, um die Familie, um die verschiedenen Gedankengänge, die eben ja verschiedene Menschen haben. Natürlich auch um den Unterschied, den es zur Kolonialzeit gab. Man hat hier eben so ein bisschen eine Zeitreise. Ich fand den ersten Band sehr, sehr gelungen. Er kam für mich nicht ganz an die Clifton-Saga ran, aber war doch recht gut. Der zweite Teil driftete dann in zwei der Erzählstränge in eine Richtung ab, die mir nicht ganz so gut gefallen hat. Dennoch bin ich jetzt gespannt, was im dritten Teil passieren wird. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann schon der abschließende Band ist oder ob es noch einen vierten Teil gibt. Freue mich aber dennoch drauf und sollte es einfach mir gar nicht gefallen, dann ja, wird es eben auch einfach abgebrochen. Also das, damit habe ich ja überhaupt keinen Schmerz, aber ich bin doch irgendwie so interessiert an der Reihe, dass ich den dritten Teil gerne lesen möchte. Dann bin ich irgendwo, irgendwie auf ein Buch gestoßen von Tom Abrahams, und zwar Die Farm. Das ist der Auftakt der Traveller-Reihe und hier geht es, soweit ich mich erinnere, auch so ein bisschen um eine postapokalyptische Geschichte. Fragt mich nicht mehr, ich bin irgendwie auf dieses Buch gestoßen, schwupps war es auf der Wunschliste, schwupps ist es hier irgendwie bei mir eingezogen und ich kriege gar nicht mehr zusammen, wie ich da hingekommen bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es Bookstagram war, ob es ein oder zwei Booktube-Videos waren, ob es dann der Klappentext war. Ich kriege es nicht mehr zusammen, was ich persönlich auch gar nicht schlimm finde. Ich habe mir auch einfach keine Notiz dazu gemacht. Ab und an mache ich mir das ja. Aber ich bin mega gespannt auf die Geschichte. Und es gibt da, glaube ich, jetzt auch schon zwei, wenn nicht gar alle drei Teile. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auch hier finde ich schön, dass man weiterlesen könnte. Und ja, ich bin so ein bisschen in leichter Zombie-Stimmung oder postapokalyptischer Stimmung, nennen wir es eher so. Noch nicht so, dass ich jetzt mit The Walking Dead weitermachen würde, weil mich da ja so manches einfach sehr gestört hat Anfang der siebten Staffel. Und ich bin hier irgendwo bei 7.5 oder 7.6 hängen geblieben. Aber doch so einfach, um das mal wieder zu lesen. Darauf hätte ich Lust und deswegen durfte das Buch bei mir einziehen. Angefixt von einem lieben Freund von Roman wurde ich bei Land of Stories. Hier ist Teil 1 von Chris Culver bei mir eingezogen. Ja, Roman hat einen Bookstagram-Account und den verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Er hat wirklich sehr coole Bilder, tollen Feed. Er schreibt auch seine Rezensionen in Instagram. Schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr sowas gerne verfolgt. Und ich wurde halt einfach angefixt von seiner Schwärmerei. Und ja, so ist der erste Teil der Reihe bei mir eingezogen. In der Buchreihe, die ja doch, glaube ich, eher eine Kinderbuchreihe ist, geht es aber so um Märchenadaption und es geht eben darum, mit Märchengerüchten so ein bisschen aufzuräumen, beziehungsweise auch in diese dann wieder einzutauchen und da stelle ich mir einfach sehr schön vor. Ich bin so ein bisschen in Märchenstimmung, das werdet ihr in der nächsten Bücherwoche dann auch sehen, dass ich da so ein bisschen in was eingetaucht bin. Ja, wenn mich einfach jemand anfixt, dann ja, kann ich manchmal auch nicht so richtig nachgeben. Das neue Buch von Vincent Cliche in Zusammenarbeit mit Sebastian Fitzek ist bei mir eingezogen. Auris, dazu habt ihr auch bereits das Video, die Bücherwoche gesehen. Ich durfte es vorab lesen, war darüber auch sehr dankbar, sodass ich dann passend zum Erscheinungstermin in die Bücherwoche packen konnte, was ja doch immer ein bisschen wichtig ist, dass man auch die Rezensionsfristen und sowas einhält. Ich habe mich mega gefreut, dass Auris bei mir eingezogen ist. Ich bin ein Fitzek-Fan, das wisst ihr, glaube ich, und ja, ich kannte Vincent Cliche vorher noch nicht. Es wird im Prolog erklärt, wie die beiden irgendwie zusammengekommen sind, woher die Idee kommt, was sich Fitzek dabei dachte, wie es Cliche umsetzte. Es gibt dazu auch ein Hörspiel, da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, ob es bei mir einziehen wird. Lasst euch da einfach überraschen. Manchmal geht das ja bei mir auch sehr, sehr schnell mit der Entscheidungsfreude. Es ist ein deutscher Thriller, der ja wirklich sehr packend, sehr schnell erzählt ist. Gefühlt jedes dritte Kapitel endet mit einem Cliffhanger. Und ich muss auch wirklich sagen, man wird da ganz, ganz sehr in diese Geschichte hineingezogen. Wir haben hier ja ein junges Mädchen, der etwas Schreckliches, eine junge Frau, der etwas Schreckliches in Brasilien passiert, die daran so ein bisschen zweifelt, was ihr da passierte, die damit auch in so einem True Crime Podcast ein bisschen aufräumen möchte, überhaupt auf Fälle aufmerksam macht,
die eben ja vielleicht nicht ganz so wirklich passiert sind, wie es die Polizei gerne behauptet und ja, die da im Grunde auch jetzt auf einen Fall aufmerksam wird, wo ein sehr bekannter Phonetiker angeblich eine einfach Urobdachlose abgestochen hat und was sich dahinter so verbirgt. Ein spannender Fall, den ich wirklich mit sehr großem Interesse und Begeisterung gelesen habe und es stand halt einfach Fitzek drauf, das muss man einfach dazu sagen. Klappentext klang gut und dann gibt man Vincent Cliche eben auch einfach eine Chance, was sein Schreiben angeht und ja, da kann man einfach nicht meckern und ich konnte da halt eben auch einfach nicht vorbeigehen. Ein weiteres Hörbuch ist noch bei mir eingezogen und zwar Sterne sieht man nur im Dunkeln von Weike Werkmeister. Ich bin auf das Buch aufmerksam geworden durch die unterschiedlichste Werbung, die ich irgendwo entdeckt habe. Ganz egal, ob es irgendwelche Magazine waren, ob es auf Instagram war, ob Facebook-Werbung, irgendwie war dieses Buch überall. Und es klang für mich auch wirklich sehr schön und ansprechend. Und ja, so ist es als Hörbuch bei mir eingezogen. Ich mag es, liebe es, Wohlfühlromane ja sehr gerne eben zu hören. Und so habe ich mich da auch für diese Variante entschieden. Und muss auch sagen, mir hat die Geschichte wirklich gut gefallen. Wir begleiten hier eben ja eine Frau, die so vor der Entscheidung steht, ob sie eine Fernbeziehung mit ihrem Partner eingeht, um ja im Job zu bleiben, um den da im Grunde auch aufzusteigen. Und dann flüchtet sie im Grunde so ein bisschen auf eine Insel zu einer alten Freundin, wo es irgendwie zu einem Bruch kam und versucht da ihr Leben so ein bisschen in den Griff zu bekommen, das alles zu überdenken, sich eine Auszeit zu nehmen. Der Stil war auch sehr modern und es hat mich einfach so vom Klappentext angesprochen und auch so von der Idee, dass es doch mal etwas anderes ist. Es war letzten Endes nicht ganz etwas anderes, aber es war ein sehr schöner Roman, der auch ganz toll vertont war und ich mag solche Bücher als ja, Hörbuch einfach unglaublich gerne. Also ich merke, dass das wirklich ein Genre ist, was für mich im Hörbuchbereich viel besser funktioniert, als manchmal ihn selbst zu lesen. Das ist ja doch sehr häufig tatsächlich so, auch wenn ich an, ja, an andere Genres denke. Manche liest man einfach lieber, andere hört man lieber und das ja, kann man natürlich so einfach ganz wunderbar abwechseln. Dann wurde ich angefixt von der lieben Susi Delmar und zwar mit dem Buch Immer noch wir von Elja Janus. Auch ein Liebesroman, der mich dahingehend gereizt hat, dass wir zwei Protagonisten haben, die sich 25 Jahre nicht gesehen haben, sich irgendwie auf einer Party wieder treffen und aber merken, sie haben eine ganz besondere Verbundenheit zueinander. Es dauert auch eine Weile, bis sie herausfinden, dass sie eben im Kindesalter wirklich sehr, sehr eng befreundet waren und dann erlebt man eben so ein bisschen, was das Leben aus einem macht. Und das fand ich einfach einen ganz interessanten Kontext, eine ganz interessante Story und hat für mich einfach perfekt irgendwie in dem Moment gepasst. Und dann habe ich es mir geholt und im Grunde auch gelesen und habe jetzt auch einen neuen Verlag entdeckt, den Feuerwerke Verlag. Und hier findet man vornehmlich Liebesromane und auch dieser war relativ günstig, ich glaube 1 oder 2 Euro als E-Book, kann man nicht meckern. Wenn ich auch nach wie vor immer sagen möchte, dass ich zwar sonst bei anderen Verlagen die E-Book-Preise unverschämt teuer finde, finde ich tatsächlich auch 1 Euro eigentlich zu wenig für ein E-Book. Das möchte ich auch einfach mal klarstellen. Wenn es nach mir geht, wären so 4-5 Euro für ein E-Book absolut in Ordnung. Bin ich auch immer bereit auszugeben. Ich verstehe tatsächlich nur nicht bei den Verlags-E-Books, dass die nur so 2-3 günstiger als ein Hardcover sind, wo man dann ja bei 16-17 Euro für eine Datei ist. Ja, ist eine Mischkalkulation. Mir ist das alles bewusst, aber das steht für mich in gar keiner Relation und ich verstehe dann eben nicht, wieso andere oder Self-Publisher oft dazu genötigt sind, ein E-Book für 1 Euro anzubieten. Aber ja, na, also das möchte ich einfach nur mal so im Zusammenhang hier erzählen. Dann habe ich, als ich krank war, eine Medimops-Bestellung gemacht, vornehmlich eigentlich wegen ja, einer Serie, die ich bestellt habe, nämlich This Is Us. Ich hatte euch das Unpacking auch auf Instagram gezeigt. Es sind aber auch 2 Bücher bei mir eingezogen. Eins davon habe ich hier, das andere befindet sich gerade auf Reisen. Und mit dem fangen wir einfach an. Das ist ein Stephen King. Und zwar im Kabinett des Todes. Und ich habe mit der lieben Rebecca, ihren Kanal packe ich auch mal unten in die Infobox, so ein bisschen, also sie hat ihr Regal ausgemistet, hat mir Bilder, Videos geschickt, ich habe mir ein paar Bücher ausgesucht und dann hat sie eben auch mir Kabinett des Todes gezeigt. Und dann habe ich so gesagt, Mensch, mir gefällt deine Version viel besser als meine, weil ich bin ja gar kein Freund dieser neuen Heine-Ausgaben. Also mir ist das Cover und die Ausgabe eigentlich völlig egal. Also ich lese ja auch meine alten King-Bücher einfach gerne, mir ist das echt egal, wie es aussieht. Habe dann aber gesagt, Mensch, mir gefällt deine Ausgabe irgendwie besser als meine. Und Rebecca hat gesagt, Mensch, ich wollte eigentlich die Heine-Ausgabe, die neue haben und habe aber die bekommen. Und schwupps, hat sich ein Tausch ergeben, so dass jetzt eben ihre Ausgabe zu mir auf den Weg sich macht und meine Ausgabe sich zu ihr auf den Weg macht. Und ja,
Das ist ein neuer King ist im Hause. Hat, glaube ich, 14 Kurzgeschichten. Bin ich sehr gespannt drauf. Es gab bei Medimobs irgendwie 5 Euro, glaube ich, wenn man bei 30 Euro Bestellwert war, weil es irgendwie um Ostern war. Zudem hatte ich noch aus meinem Mumox-Verkauf einen Gutschein. Und ja, das habe ich einfach dafür genutzt. Habe auch die DVD bestellt. Und auch das zweite Buch ist dann im Grunde durch Medimobs bei mir eingezogen. Und zwar, ich glaube, mein Puma-Pfeif von Lydia Möcklinghoff. Hier bin ich aufmerksam geworden durch den Weltwach-Podcast. Ja, der ist wirklich an sehr vielen schuld, muss ich einfach ganz klar so sagen. Hier geht es um eine Forscherin, die ins reichste Tierparadies der Welt reist. Ich glaube, irgendwo nach Brasilien. Unter anderem zum Ameisenbären. Und das fand ich irgendwie cool. Ich mochte ihre sehr sympathische Art in diesem Podcast-Interview, in diesem Gespräch. Ich war total fasziniert von diesen Ameisenbären und dachte mir so, Steffi, da musst du einfach mal was lesen. Und da habe ich mir jetzt einfach ihr Buch mitbestellt. War auch überhaupt nicht teuer und es ist auch mit Bildern und sowas versehen. Also ja, es musste einfach mit. Und ich habe ja einige Bücher, an denen Weltwachschuld ist, hier liegen. Und ich glaube, ich muss da mal einen Monat machen, wo ich nur diese Bücher lese und mich daran erfreue, weil ich sowas einfach mal mega spannend finde. Irgendwie merke ich aber, man greift viel zu selten dann dazu. Und ich glaube, man muss sich das einfach mal vornehmen und wirklich konsequent dazugreifen. Das waren sie nun, meine 14 neuen Bücher des Monats. Also doch relativ anständig, wie ich finde, nicht ganz einstellig, aber das finde ich gar nicht schlimm. Und mir ist ja tatsächlich in der Statistik eher wichtig, dass ich mehr Bücher lese, als mir zulege. Ich wollte euch jetzt aber noch ein Bücher-Gadget zeigen. Und ich weiß gar nicht, also mir war das überhaupt nicht bewusst, dass es sowas gibt. Und zwar ist das ein Lesebändchen. Ich weiß nicht, also mir ist das noch nie aufgefallen. Und zwar aus dem Moses Verlag. Und zwar hat man hier eben so eine, ja, so ein, wie soll ich es jetzt benennen? Also dieses, also eine Klammer, wir nennen es jetzt mal eine Klammer, die könnte man jetzt am Buch oder auch im Bullet Journal festmachen und hat dann im Grunde ein Lesebändchen. Und ich weiß, ich war da total fasziniert im Thalia davor gestanden und dachte mir, wann ist denn sowas auf den Markt gekommen? Also man kann das wirklich einfach an jedem x-beliebigen Buch festmachen und hat dann einfach sein Lesezeichen, also sein Lesebändchen, wer halt sowas mag, immer dabei. Ich fand das, also ich finde das eine faszinierende Erfindung. Und habe mir jetzt hier diesen Dschungel mitgenommen mit so einer Monstera, weil ich die, wie man ja unschwer erkennen kann, wirklich einfach immer schön finde. Und auch wenn jetzt die Farbe vom Bändchen nicht ganz, also ich bin nicht unbedingt der größte Grün-Fan, es passt für mich aber einfach perfekt natürlich zur Monstera. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir nicht ein, zwei von diesen Dingen noch kaufe für mein Bullet Journal, weil da hat man zwar zwei Lesebändchen, aber gefühlt kann man da nie genügend Bändchen haben. Und wenn die dann noch unterschiedliche Farben haben, also ich bin total fasziniert. Das hat, glaube ich, 4 Euro gekostet, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es gab einiges an Auswahl. Ich weiß jetzt, es könnten auch 5 Euro gewesen sein. Ja, habe ich in Hamburg entdeckt, im Thalia. Und ich bin echt fasziniert. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr sowas kennt, ob ich das schon mal irgendwie untergekommen ist. Mir hat das echt nichts gesagt. Ich stand wirklich fasziniert davor. Ich komme mir vor wie ein kleines Kind. Aber ich bin da wirklich erfreut drüber und finde das echt cool, dass man jetzt einfach ein Lesebändchen hat. Und wie gesagt, ich stelle mir das eben auch noch sehr cool vor in Verbindung mit meinem Bullet Journal und würde mich da eben auch freuen, tatsächlich, wenn ich vielleicht noch ein, zwei Bändchen, die sich farblich ein bisschen unterscheiden, dann reinklipse. Ich bin begeistert. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich musste euch das einfach zeigen. Ja, das war's jetzt aber auch schon mit meinem Video. Schreibt mir doch gerne, welche Bücher ein bisschen bei euch eingezogen sind, auf welche ihr euch auch besonders freut, die jetzt zu lesen. Ob ihr eins der Bücher, die ich euch vorgestellt habe, vielleicht auch schon kennt. Würde ich mich mega drüber freuen, da was von euch zu lesen. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen in den Kommentaren. Alle Buchinfos und Kanalverlinkungen und sonstiges findet ihr ebenfalls in der Infobox. Schaut da auch einfach mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.